Hallo und herzlich willkommen beim Weihnachtskonzert vom SV 1919 Zeiltheim. Mein Name ist Lisa Bund und wir dürfen heute für euch ein schönes Weihnachtskonzert spielen und wir sind schon ein bisschen aufgeregt. Wir begrüßen euch ganz herzlich und bevor wir anfangen, möchten wir uns ganz gerne bei den Sponsoren bedanken. Das ist einmal die Süwag Energie AG und Heikes Friseurladen aus Zeiltheim. Natürlich auch an alle, die schon gespendet haben und heute kräftig spenden werden, denn es geht um euren Verein. Es ist für euren Verein und außerdem noch für eine Familie von einem Spieler vom Verein, dessen Mutter gerade relativ jung gestorben ist und die Familie möchten wir ganz gerne unterstützen. Und jetzt ganz viel Spaß. Wir noch weiße Weihnachten bekommen. Also die Wettervorhersage sagt ja, nicht am 24., aber am 25. Mal schauen. Ich glaube da noch nicht so dran. Nee? Nee. Doch, ich denke positiv und ich hoffe, wir haben weiße Weihnachten. Ich schließe mich Lisa an. Sehr schön. Was wir aber auf jeden Fall alle zu Hause haben, ist einen schönen Tannenbaum. Ich habe meinen gestern geschmückt. Und ich habe mir dieses Jahr echt mal einen echten gekauft. Ich habe sonst immer einen weißen und echten. Und dieses Jahr war ich so, nee, dieses Jahr muss es ein echter sein. Ja. Und deswegen kriegt er jetzt von uns einen tollen Song, O Tannenbaum. Und wer möchte, darf von zu Hause natürlich sehr, sehr gerne mitsingen. Wir können euch zwar nicht hören, aber wir können euch fühlen. Ja. Ja. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Isabelle an der Geige. Ich sing den ersten vor und dann dürft ihr mitsingen. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Und jetzt
Ich muss mal gerade hinten in die Regie fragen, können die Leute uns auch Fragen stellen? Ja, also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wir kriegen das dann schon irgendwie zugerufen, dann freuen wir uns natürlich sehr, sehr gerne. Oder wenn wir jemanden grüßen sollen, machen wir das natürlich auch sehr gerne. Der nächste Song ist ein eigenes Weihnachtslied von mir. Es ist, Patrick, wie viele Jahre gibt es den Song schon? Ach, oh Gott, was war das? 2008, 2009? Ja. 2008. 2008, ja. Da gab es ein Weihnachtslied von mir und der Song heißt It's Christmas. Das ist ein englischer Song und ja, wer den dann im Nachgang nochmal hören möchte, den gibt es auch auf iTunes und anderen Plattformen für 1 Euro zu kaufen. Also, wenn ihr eure Weihnachtsmusik noch ein bisschen erweitern wollt, dürft ihr das auch gerne tun. Children.
Patrick Embach am Flügel heute. Yeah. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ein kleiner Applaus. Ja, ihr wisst ja, wegen der jetzigen Situation ist das natürlich alles ein bisschen schwierig. Müssen wir hier Abstand halten? Also wir mögen uns eigentlich sehr gerne und stehen eigentlich auch viel lieber nebeneinander. Ich finde so das ganz gut, Maso. Ne? Hast deine Ruhe vor uns Weibern, gell? Ja, das ist ja klar. Und weil wir eben beim eigenen Song waren, spiele ich euch jetzt, oder wir, noch einen aktuellen Song von mir. Der kam im Juli raus, ein deutscher Song. Das ist Liebe heißt das Lied. Und ja, den haben wir jetzt einfach so ein bisschen weihnachtlich geschmückt. Prost. Ist kein Glühwein, ist Tee. Was ist Liebe? Sie ist stark und macht dich wach. Bist so tapfer, wild, so kompliziert, du verlierst. Was ist Liebe? Träumerei die ganze Nacht. Auf den zweiten Blick oder macht's gleich Klick und großes Glück. Zeitlos, planlos, altes Spiel. Nimmt sich alles und gibt auch viel. Lass dich wehrlos, ziellos, hoffnungslos verraten. Sie kommt und geht, sie stirbt und lebt. Das ist Liebe. Sie hält dich fest, gibt dir. Dich fliegen lässt, gibt's kein Gesetz. Was ist Liebe? Verzweifelt, hoffnungsvoll. Kein Patentrezept, das sie nicht verletzt. Warum ich und warum jetzt? Zeitlos, planlos, altes Spiel. Nimmt sich alles und gibt auch viel. Hast dich wehrlos, ziellos, hoffnungslos verraten. Sie kommt und geht, sie stirbt und lebt. Das ist Liebe. Sie hält dich fest, gibt dir den Rest, wenn sie dich nicht schlafen lässt. Besonders wichtig, denn wir machen ja alle schon eine ziemlich schwere Zeit durch. Es betrifft jeden von uns, ob es gesundheitlich ist, ob es finanziell ist. Es schränkt uns in unserer Lebensqualität ein. Und ich bin ganz gut damit gefahren, dass ich einfach morgens aufstehe und sage, der Tag wird gut. Und wenn man da ganz fest dran glaubt, dann wird er auch gut. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der vielleicht gerade irgendwie sagt, so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht zu Hause sein und alles nervt mich. Genießt den Tag und es wird besser. Es wird wieder gut und wenn wir uns das vor Augen halten, dann kann noch nichts schief gehen. Also es kommt wieder die gute Zeit, versprochen. Sie kommt und geht, sie stirbt und lebt, das ist Liebe. Sie hält dich fest, gibt dir den Rest, wenn sie dich.
Dankeschön, vielen Dank. Ja, Patrick, willst du mal einen machen hier? Ach, okay, jetzt wäre ich dran. Also normalerweise ist es bei uns Musikern, also wir sind ja wirklich das ganze Jahr immer unterwegs und deswegen begleitet mich dieser Song eigentlich immer auf meiner Heimfahrt vom letzten Job im Dezember, so driving home for Christmas. Und jetzt denkt man sich so, ja, wann kann man denn endlich mal wieder von daheim wegfahren, ne? Jetzt sind wir so lang genug daheim. Aber trotzdem für mich einer der schönsten Weihnachtslieder. Deswegen, Patrick, streng dich jetzt an. Ja? Ich bemühe mich einfach mal. Und mach das schön. Und ich gehe jetzt mal lunzen, was da so für Fragen hinten auf dem Laptop stehen. Vielleicht kann ich die ein oder andere ja beantworten. Bis gleich. Mach das. Hallo dann. Mach das. Ciao. Ich höre dir zu. Du hörst mir zu? Ach, vielleicht spiele ich auch mal ein bisschen was mit. Hallo, gut. Schön gesungen. Patrick, ich habe was gefunden für dich da hinten im Lager. Vergiss es. Oh, ja, sehr gute Idee. Vergiss es. Also wir können dir ja nicht die Haarfrisur versauen. Das können wir nicht. Nein, das geht nicht. Da habe ich Stunden dafür gebraucht. Nein. Sieht man auch.
So, bevor ich es vergesse, ja, nochmal euren Vorstandsvorsitzenden zu grüßen, den Peter Strauch. Danke, dass wir heute das Ganze musikalisch begleiten dürfen. Und ein großes Dank geht auch an den Philipp Tille. Ja, Verwandtschaft von mir, Familie. Und der hat mich angeheuert. Der hat gesagt, Lisa, komm, kannst du nicht? Und ich habe gesagt, klar, Philipp, für dich doch gerne. So, und jetzt habe ich mir auch sein Handy geschnappt. Und da sind wir jetzt gerade hier auf YouTube. Und dann schauen wir doch mal, wer hier so schreibt. Also ich grüße jetzt mal den Micha Heinbach. Tolle Idee, ihr Grüne. Bleibt gesund, besinnliche Weihnachten. Grüße aus Reutlingen. Ja, das wünschen wir dir natürlich auch. Der Winfried Bauer ist hier. Oh Gott, das kann ich nicht aussprechen. Agnieszka Punczek. Anischka, okay, sehr gut. Dario, man kann sich das Leben auch schwer machen, ne? Und Turgut Erdogan, Feliz Navidad. Ja, das wünschen wir dir auch. Den Song spielen wir heute gar nicht. Aber wir spielen einen anderen schönen. Hat den nicht mal Marilyn Monroe gesungen? Ich kann es ja mal probieren, wie sie. So, ich lege mal das Handy weg. Aber nicht auf den Flügel legen dabei, ne? Das wäre doch mal eine Idee, oder? Mach du das doch mal. Hey. Bu-bum, 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 bu-bum. Since a baby just left the sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Woo! Santa baby, a 54 convertible blue, light blue. I wait up for you, dear Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Woo! Santa baby, I want a yacht and really that's not a lie. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down a chimney tonight. Dankeschön. Das steht dir, sieht ja, doch, sieht echt. Das sitzt nicht. Sitzt nicht. Du bist hier unser heiser Nikolaus-Fächer hier heute. Wahnsinn. Hier darf ich ja hessisch sprechen, gell? Ja, Zeilsheimer. Ich bin Haddersheimer Mädchen. Kann man ja fast. Naja, egal, Frau Bund. Gell? Machen wir mal was Außerweihnachtliches. Ja? Schöner Song, Shallow. Ah. Ja, du bist auch dran. Ja, stimmt. Ja, prost. Tell me something. Is there something else you're searching for? I'm falling. In other good times, I found myself longing.
myself. Tell me something, boy. Are you tired of trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. And all the good times I find myself times I feel myself. Ich habe den Song, mag den sehr gerne. Ich auch. Ja, ich hoffe, das ist für euch okay, dass wir jetzt mal nichts Weihnachtliches gespielt haben. Obwohl der nächste Song, ja, hat so einen Touch, ja. Ja. Ja, so ein. Hören bestimmt viel an Weihnachten. Ja, und den könnt ihr zumindest alle mitsingen. Ja? Also ja, den Refrain zumindest. Du kannst auch mitsingen. Ja. Ja, sing doch mal mit. Ja. Kannst du Multitasking? Frauen können das ja immer nicht so gut. Singen und Geige spielen ist, weiß ich nicht. Verdammt. Kannst du das? Wir probieren es mal. Hier kommen ganz neue, ne? Ganz ja, neue wir, Einsätze. Ja, ja, zum wir sind spontan ja, mit deiner Nikolausmütze. Das gefällt dir. Doch, ja? Die ist wirklich schön. Das ist echt schön. Ja, auf geht's. Ja, ich habe gerade geguckt, weil es so blinkt. Ja, du sagst besser jetzt nichts dazu. Ich habe ja eh nicht viel zu sagen. Hört zwei auf zu schwätzen, die Leute wollen, dass wir Musik machen. Heard there was a secret chord David played, please the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, the major lift, the baffled king composing. Faith was strong, you needed proof. I saw her back.
that you're here tonight is not so warm. See, the light is so cold and it's so broken. Hallelujah, 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 a God above, but all I ever learned from love was how to choose somebody who were through ya. She tied you to the kitchen chair, she broke your phone and cut your hair, and from your lips she threw. Halleluja. 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 Jetzt bist du raus. Ich kriege hier gerade eine Info. Wartet mal kurz, ja? Jetzt bist du raus, oder? Entschuldigung. Wenn, dann spiel mal was Weihnachtliches. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle. Jetzt bin ich drin und du hörst auf. Ja, wir hätten jetzt eigentlich wir haben jemanden vor YouTube sitzen, der wünscht sich All I Want for Christmas is You. Den haben wir heute leider nicht dabei. Der wollte 50 Euro dafür bezahlen. Spiel zu dem, Patrick. Oh baby, all I want for Christmas is you. Ich guck mal, wann ich rauskomme. Oh Gott, ich hab keinen Text jetzt, den, oder? Den wollte ich noch vorschlagen. Du wolltest ihn noch vorschlagen? Ja, hab's dann aber doch. Ja, spiel einfach mal. Wir improvisieren jetzt, weil wir wollen die 50 Euro für den Verein, also von daher. Soll ich gleich mit dem schnellen Teil machen? Was? Soll ich gleich den schnellen Teil machen? Hast du da einen Text? Nee. One thing I need, I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, oh, baby. Christmas
hat es jetzt gekostet, ja? Also, wer war denn der Glückliche, den wir jetzt glücklich machen konnten, Philipp? Der Kevin. Also Kevin, Fuffi, du weißt Bescheid. Der nächste kostet einen Huni. Also überleg dir das gut, ja? Alles geht, außer atemlos. Ja, also. Obwohl, Patrick, kannst du den weihnachtlich spielen? Nein, da bin ich weg. Komm, mach doch den Spaß mit, jetzt ist es gerade so lustig. Ach komm, mach doch mal. Mach doch mal. Komm, probier den mal. Wir probieren jetzt atemlos weihnachtlich. Wir machen jetzt hier so die typische Vereinsmucke. Atemlos und alles grölt. Ist gut. Für was haben wir eigentlich geplant? Oh, das klingt weihnachtlich. Warte, pass auf. Hab ich den Text noch gar nicht? Ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, und jetzt ihr? Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Oh, oh, was das zwischen uns auch ist, wenn du heute mein Nikolaus bist. Was das zwischen uns auch ist, dass du heute mein Nikolaus bist. Und ihr? Atemlos durch die Nacht, bis der Weihnachtsmann hat's gebracht. Atemlos, schwindelfrei, bringt uns tolle Geschenke vorbei. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, einfach raus, packen wir die Geschenke aus. Nicht schlecht, Lisa, nicht schlecht. Ja, schön. Aber jetzt machen wir wieder einen gescheiten Weihnachtssong. Jetzt machen wir mal wieder was, was auf die Bühne. Oh Gott, ja. Und zwar, vielleicht gucken ja auch die ein oder anderen Kinder zu, wobei das auch immer ein Song ist für die Erwachsenen, die gute Laune, die gute Laune macht. Jede Mutter zu Hause weiß, was los ist an Weihnachten, läuft in der Dauerschleife, in der Weihnachtsbäckerei. Ja? Bei mir ist das Kindsein schon lange her. Eigene habe ich noch nicht, deswegen muss ich jetzt leider ein bisschen auf meinen Text lunzen. Seid mir nicht böse. Das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben. Wer hat das Rezept verschleppt? Na, dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an und ran. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. 2, 3, brauchen wir nicht Schokolade, Zuckernüsse und Zuckade und ein bisschen Zimt. Was ist dann? Das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch ein vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Und eine haben wir noch. Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind die du Schwein. Sind die Plätzchen, die wir stechen,
verheiratet? Du bist schuld. Verbrannt. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Und ihr zu Hause, in der Weihnachts gibt so manche zwischen Mehl. Seid nicht so. Wie sind wir denn? Seid lieb. Es ist Weihnachten. Du weißt, ich bin immer lieb. Ups, auch wenn ich der Grinch bin, aber ich bin immer lieb. Ich gucke mir später das Video an, wenn du wieder diese Blicke hast. Patrick guckt immer sehr grimmig. Aber er ist ein ganz Lieber. Patrick und ich arbeiten meistens schon, wie viele Jahre? 10? Mehr als 10. Mehr als 10 Jahre. Machen wir schon zusammen 12, ne? Musik. Ja, wir sind alt geworden zusammen, Patrick. Ich bin reifer und besser. Ja, ich... Alt würde ich jetzt noch nicht so raus. Naja, der Jüngste bist du jetzt auch nicht mehr, ja? Jetzt komm, jetzt hör aber mal auf. Ne? Also hier bei der Jugend im Fußballverein kannst du nicht mehr mitspielen. Nee, ja, musst schon zu den alten Herren gehen. Habt ihr die auch bei euch, ja? Ja. Das also, ist auch für meine Kondition besser wahrscheinlich. Obwohl, wer weiß. Also wenn die alten Herren jetzt zuschauen, wenn ihr noch jemanden braucht, stellt ihn am besten ins Tor. Ja genau, ich lasse da keinen vorbei. Genau, stellt ihn ins Tor. Ich habe mal als Türsteher gearbeitet. Ja. Vielleicht. Er steht im Tor, im Tor, im Tor und ich dahinter. Oh Gott, ey. Frühling, Sommer, Herbst, jetzt hören wir auf. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Boah, die Stunde ist verflogen. Ja. Ja, ist ja echt der Wahnsinn. Ach, da müssen wir mal Gas geben. Ja, ich möchte aber jetzt nochmal auffordern. Und zwar unten rechts oder unten links seht ihr eine PayPal-Adresse. Da bitte, bitte, bitte nochmal ein bisschen was hinspenden. Wer von euch nicht von Anfang an dabei ist, wir möchten unseren Sponsoren nochmal danken, der Süwag Energie AG und Heikes Frisuren in Zeilsheim. Die haben das Ganze auch so ein bisschen mit hier auf die Beine gestellt und da ein bisschen was dazugegeben. Ist egal, wie viel ihr spendet, Hauptsache es kommt von Herzen und versprochen, es kommt auch zu den Richtigen. Es geht einmal an den Verein, der braucht das ganz dringend und ein Spieler vom Verein hat jetzt kürzlich seine Mama sehr jung verloren und da möchte man auch noch ein bisschen unterstützen. Deswegen wäre das ganz toll, wenn ihr jetzt zur Weihnachtszeit nochmal in die Tasche greift. Ja, und wir haben noch einen schönen Song für euch, der heißt Silent Night. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Sleep in heavenly peace.
Vielen Dank. Ja, wir hoffen jetzt nicht, dass ihr alle eingeschlafen seid. Ihr sollt noch ein bisschen wach bleiben. Denn zum Abschluss kriegt ihr jetzt den absoluten, ultimativen Weihnachtsohrwurm mit auf den Weg. Halleluja. Ja, nee, den haben wir schon gespielt. Das war der andere. Genau. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht sagen, wie der Song heißt, denn ihr könnt es euch mit Sicherheit schon denken. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine besinnliche Weihnachtszeit mit eurer Familie, wenn auch über FaceTime, weil wir sollen ja alle ein bisschen aufpassen auf uns. Habt eine tolle Zeit, genießt die Zeit und kommt gesund ins neue Jahr. Stimmwunder aus Haddersheim. Nebezeilsheim. Die einzigartige, die fantastische, die unwiderstehliche Lisa Bund. Vielen Dank, danke schön. Jetzt musstest du dich aber überwinden, oder? Nö. Nein? Dann fühle ich mich geehrt. Yeah, to save me from tears, I give it to someone.
schöne Weihnachten und viel Spaß beim Geschenke auspacken. Vielen Dank. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Dankeschön.